Teamdynamik nochmal neu angeguckt. Das Ding heißt Beyond Tuckman, also jenseits des Tuckman-Modells. Und vielleicht erstmal so als kleinen Background. Wer bin ich überhaupt? Michael Malberg. Mache schon ziemlich lange Beratung, habe immer wieder mit Teams zu tun und frage mich auch immer wieder, warum funktioniert das so, wie es funktioniert oder eben halt gerade nicht. Und bin unter anderem über das Modell, das ich hier vor einigen vorstellen will, vor ein paar Jahren gestolpert. Und für das, was wir jetzt hier machen, gilt natürlich, wie für alles in solchen Kontexten, ist alles optional. Also es gibt ein klein wenig Audience Participation. Ich will sagen, die meiste Zeit lehne ich mich zurück und ihr macht irgendwas. Aber wie gesagt, ist alles komplett optional. Niemand muss irgendwas mitmachen. Und viele von den Sachen, die ihr aufschreibt, sind auch erstmal wirklich nur für euch. Die müsst ihr nicht irgendwie veröffentlichen, sondern sie helfen euch nur dabei, hinterher mit den Ergebnissen anders umgehen zu können. Ganz kurze Frage. Wer kennt Tuckman? Wow, der Teil geht schnell gleich. Wer von euch ist Coach oder Trainer? Nicht mehr, ne? Okay. Wer arbeitet in einem Team nach aktueller Einschätzung? Und wer hat ein Team, was für ihn arbeitet? Sehr schön. Okay. Das, womit wir anfangen, sind ein paar Timelines. Wir gucken mal so in eurem persönlichen Leben, wie war das denn so mit den Teams über die letzten, wie viele Jahre auch immer, so von der Jugendzeit an. Dafür sind so ein paar Sachen, die hier vorne rumliegen, zum Beispiel Papier und Post-its. Und Stifte bräuchtet ihr selber, also vier liegen da, aber ich denke, die meisten werden ja einen Stift haben. Es gibt so ein paar kleine Herausforderungen dabei. Zum einen müsst ihr gleich noch Teams bilden. Und zum anderen, da das Papier so A4 ist, ihr braucht tatsächlich ein bisschen Platz, ist möglicherweise noch was an der Arbeitsumgebung zu machen. Wer also schon immer mal ausprobieren wollte, wie diese Tische eigentlich aufgebaut werden. Aber das sehen wir gleich. Fangen wir erstmal kurz damit an, Post-its zu beschreiben. Und zwar, ja, nehmt euch ruhig. Wo sind sie gedacht? Feinschlägigen Tremor kriege ich da nicht so viel. Das ist schwierig. Ich nehme den mal ganz raus. Ja. Stifte auch? Hier sind noch Stifte. Wer Stifte braucht, da vorne liegen noch Stifte. Michael, und was haben wir? So, wenn alle genug Post-its haben, sollten da so wenig Blöcke liegen, die Blöcke sind ja leicht teilbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sammeln Teams, in denen ihr gearbeitet habt, in denen ihr gelebt habt, in denen ihr Sport getrieben habt, in denen ihr was auch immer gemacht habt. Wenn ihr zurückdenkt, so frühe Jugend, das erste Team, in dem ihr wart, keine Ahnung, was das bei euch war. Ich fürchte, bei mir war das tatsächlich sogar ein Fußballverein. Das ist mir heute fürchterlich peinlich, aber war so. Also Team schon im Sinne von gemeinsam ein gemeinsames Ziel haben. Gemeinsam, was ihr so als Team wahrnehmt im Moment. Okay. Ich würde jetzt im Moment noch gar keine genaue Definition von Team treffen wollen. Dann müsste ich ganz viele Folien vorblättern. Sondern wirklich, was habt ihr so empfunden in eurem Leben? Welche Teams waren das, in denen ihr so gearbeitet habt? Wart. So roughly 3 Minuten ab jetzt. Wie gesagt, man kann anfangen in der Kindheit, im Kindergarten vielleicht, in der Schulzeit. Oder auch aggregieren. Ich würde empfehlen, auf jedes Team ein Post-it, denn das nächste, was jetzt kommt, sind Timelines. Und für Timelines
Für die Timelines braucht ihr Papier. Deshalb liegt das hier. Und auf diesem Papier, ohne dass da wirklich eine Skala dabei ist. So, von links nach rechts, links die Ältesten. Aber es muss nicht das Papier sein. Ihr könnt auch, wie durch Zufall, sind hier diverse Möglichkeiten im Raume. Muss ich wieder auf Schuhe setzen? Nee. Auch hierfür habt ihr jetzt noch bereinigt. Das steht zwar auf der, stand eben so auf der Folie, aber ich sollte es nochmal ganz deutlich sagen. Ihr braucht so ein bisschen Platz, um die eigentliche Timeline auch zu zeichnen. Das heißt, so wie hier in der Mitte ein bisschen Platz und gleich und ein bestimmtes. Rechts oben, unten hat es irgendeine. Ganz links so alt wie möglich, ganz rechts. So neu wie möglich und oben und unten. Oben und unten nur aus Platzgründen. Okay. Wichtig ist nur, dass ihr dazwischen oder darüber oder darunter Platz habt, um gleich eine Linie zu zeichnen, anhand derer es eigentlich, die eigentlich wirklich spannenden Diskussionen hoffentlich gleich stattfinden. Wichtig ist nicht die Skalierung, wichtig ist nur die Abfolge, weil wir gleich eine, also zwei Sachen nacheinander kommen muss, nicht nur weil das eine 10 Jahre vor dem anderen war, muss jetzt keine Riesenlücke da drin sein. Wichtig ist halt vor allem, dass wir die Reihenfolge haben. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Betrachtung des Ganzen. Oh, ich glaube, ich habe da eine Minute geklaut. Entschuldigung. Ihr habt euch jetzt so ungefähr 6 Minuten geistig mit Teams beschäftigt, in denen ihr über euer ganzes Leben wart. Teams, in denen es Spaß gemacht hat, Teams, in denen es keinen Spaß gemacht hat, Teams, die erfolgreich waren, Teams, die ihr bedauert habt, sie zu verlassen, Teams, bei denen ihr froh wart, dass ihr endlich weggehen konntet. Alle möglichen Arten von Teams finden sich jetzt auf dieser Timeline vor euch. Wenn ihr euch jetzt noch ins Gedächtnis zurückruft, wie sich das angefühlt hat in dem Team und auch was jeweils dazu geführt hat, dass ihr entweder in das Team gegangen seid oder aus dem Team rausgetreten seid. Dann wollen wir jetzt noch gar nicht so über die Details reden, das wäre dann gleich der nächste Teil, sondern was jetzt erstmal das Spannende, das Relevante ist, ist nur, wie habt ihr euch eigentlich so gefühlt von Anfang bis Ende? Und dort ganz klassisch, unten ist negativ, oben ist positiv. Einmal kurz nochmal so wirklich im Geiste durchgehen, von Team zu Team. Wie war das eigentlich? Wie habe ich mich in dem Team gefühlt? Habe ich das als positiv erlebt? Habe ich das als negativ erlebt? Kommen wir sozusagen, jetzt haben wir im Moment eigentlich ja nur so generiert, wie war unser Leben in Teams über die letzten Jahre? Oder schon sehr viele Jahre. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, okay, warum war das eigentlich so? Da hätten wir die zweite Liste, die Linie hat bestimmte interessante Punkte, bei den meisten von euch nehme ich an. Bei Martin kann ich das sehr schön sehen, von hier aus, da gibt es ganz klare Punkte, wo zu sehen ist, hier hat sich anscheinend irgendwas geändert, hier hat sich was gravierend in die andere Richtung geändert, hier gibt es eine lange Phase der Konstanz und ähnliche Bilder werden sich bei euch auch in den Timelines finden. Und hier ist die Frage jetzt, was ist da eigentlich passiert? Und zwar auf einer etwas abstrakteren Ebene. Nicht so ganz im Detail, da hat mein Trainer mir, als ich die 50 Meter in so und so vielen Minuten geschwommen bin, Sekunden, Entschuldigung, geschwommen bin, dir das und das Lob ausgesprochen, aber halt, was ist das, was ihr auf so einer leicht erhöhten Meterebene zu dem Zeitpunkt erlebt habt? Was waren die Dinge, die jetzt dafür gesorgt haben? Das sind die Dinge, die wir gleich
sortieren. Nur wirklich für die Highlights, nicht für alle, sondern für die positiven Highlights. Auch die negativen. Auch die negativen. Also wir wollen nicht nur gucken, was wir vorantreiben müssen in Teams, sondern auch, was wir vermeiden wollen. Dasselbe Blatt Papier oder ein extra Blatt? Ein extra Blatt, also einfach eine Liste gleich als Diskussionsgrundlage. An dieser Stelle noch ein kleiner Ausflug. Es gibt dieses Workshopchen hier jetzt, das gibt es in einer bis zu 4-Stunden-Variante, in der ist diese ganze Arbeit hier jetzt schon Gruppenarbeit und es wird über jedes einzelne Thema diskutiert. Das kriegen wir nur in 60 Minuten nicht hin. Und genau diese Sachen, die ihr jetzt aufschreibt, sind ja schon relativ persönlich. Sollten sie zumindest sein. Je persönlicher sie sind, desto mehr helfen sie euch dabei, hinterher tatsächlich in den konkreten Teamsituationen, die ihr coachen wollt oder die ihr verändern wollt, die Triggerpunkte zu finden, die dem Team die entsprechenden Fragen beantworten. Oder dem Team dabei helfen, die entsprechenden Fragen erstmal zu stellen. Diese konkreten Punkte braucht ihr mit niemandem zu teilen in der Diskussion, sondern, wie vorhin gesagt, alles ist freiwillig. Was ihr allerdings gleich diskutieren solltet, ist eine Ebene höher dann. Das ist eine gute Stelle, weil man, gerade wenn so viele Leute den Tuckman schon kennen, problemlos weiterschreiben kann, während ich ein bisschen was über Tuckman erzähle. Wir hatten ja eben gesehen, ein Großteil von euch kennt Tuckman. Tuckman hat so das erste wirklich bekannte Modell zum Thema Teamdynamik aufgestellt. Bekannt ist diese Formel Forming, Storming, Norming, Performing als die verschiedenen Phasen, die ein Team durchläuft von der Formierung ganz zu Anfang über eine Konfliktphase, in der die Leute ihre passenden, entsprechenden Positionen untereinander finden, über eine Normierungsphase, in der die handelnden Personen die Konflikte ausgetragen haben und tatsächlich anfangen, Regeln zu vereinbaren, mit denen sie miteinander interagieren, hin zu einer Performancephase. Ungefähr 12 Jahre später hat er das Modell nochmal erweitert und gesagt, es gibt noch einen weiteren Punkt dazu, nämlich das Adjourning, das Vertagen. Das ist etwas, was auch häufig zu Anfang nicht beachtet wurde. Ein Team bleibt nicht ewig in der Performing-Phase, wenn nicht externe Einflussfaktoren da sind, die zu einer erneuten Veränderung führen. Die Performing-Phase ist im Allgemeinen nicht dauerhaft. Wenn sie dauerhaft sein soll, muss sich irgendwas anderes ändern. Das Forming gibt es in den verschiedensten Varianten. Die häufigste Variante, die wir im Berufsumfeld sehen, ist du, du und du, ihr seid ein Team. Das ist nicht unbedingt das, was man unter Forming im Teambuilding wirklich verstehen sollte, ist aber häufig das, womit man anfängt. Womit man einfach arbeiten muss, weil das die Gegebenheiten sind. Die Storming-Phase ergibt sich nahezu zwangsläufig daraus, weil die Leute häufig noch gar keinen Kontakt zueinander haben, hatten vorher und jetzt erst den Kontakt aufbauen und untereinander aushandeln, nicht immer nur freundlich, wie sie zueinander stehen. Norming, wie eben schon erwähnt, ist dann das eher zueinander finden und Performing erfolgt hinterher. Und danach im Allgemeinen in der einen oder anderen Form eine Fortsetzung, entweder in einem anderen Team mit einer anderen Aufgabe oder nach einer Pause mit der gleichen Aufgabe. So viel als kleiner Rückblick auf Tuckman. Ich hoffe, jetzt sind gleichzeitig bei allen die Highlights und Lowlights aus den... Das ist so schön, um drauf zu zeigen. Ich hoffe, das ist okay. Die Highlights und Lowlights aus den Timelines beschrieben. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu einer Forming-Phase. Bildet doch mal zwei Teams. So, und jetzt werden wir etwas konkreter. Und
müssen auch tatsächlich miteinander, also müssen nicht, aber sollten miteinander reden. Beobachter sein ist völlig okay. Ist niemand gezwungen mitzumachen. Die Ergebnisse werden hinterher durchaus trotzdem der Allgemeinheit zugänglich sein. Ich glaube, man generiert ein bisschen mehr Erkenntnis, wenn man selber mitdiskutiert. Aber aus den Sachen, die ihr eben aufgeschrieben habt, ihr habt jetzt so ein bisschen nochmal den Tuckman im Hinterkopf, der vielleicht das ein oder andere schon mal erklärt. Aber aus dem, was ihr eben aufgeschrieben habt, lassen sich jetzt ja Sachen ableiten. Nämlich, was waren denn so die Qualitäten, die für euch ein Team besonders erfreulich gemacht haben, die ein Team besonders erhaltbar gemacht haben, also wo lange Zeit in einem Team alles gut lief, die ein Team besonders erfolgreich gemacht haben, die ein Team besonders hoch performen ließen. Da müsstet ihr jetzt eigentlich ja jeder so eine Reihe von 5, 8, 10 Punkten haben, die konkreter sind, als ihr vielleicht den anderen mit den anderen teilen wollt, aber aus denen sich sicherlich Gemeinsamkeiten ableiten lassen. Und dafür hättet ihr jetzt nochmal 5 Minuten eine konsolidierte Liste, die ihr auch teilen mögt. Für positive und negative. So. Ich möchte es nicht ungemütlich machen. Und ihr bekommt gleich auch noch die Möglichkeit, eure Listen zu ergänzen. Okay, warte. Kleiner Cut, behaltet es im Auge. Wenn ihr jetzt euch mal ein paar Sekunden zurücklehnt und überlegt, okay, was haben wir gerade aufgeschrieben, dann sind das Sachen, die die Arbeit in einem Team angenehm machen, die die Arbeit in einem Team erfolgreich machen, die dafür sorgen, dass Teams lange Zeit zusammenarbeiten können. Insgesamt Erfolgsfaktoren oder auch Misserfolgsfaktoren für Teams als Plus- und Minusliste. Jetzt reden wir die ganze Zeit von einem Begriff dabei, der vorhin schon mal kritisch hinterfragt wurde. Was meine ich eigentlich, wenn ich sage, mit einem Team? Ich hatte vorhin mal gefragt, wer von euch arbeitet in einem Team, und zwar fast alle Hände oben. Diese Diskussion gibt es ja sehr oft. Was ist denn ein Team? Wenn wir uns jetzt nochmal kurz, oder wenn ihr euch, ich habe ja nicht wirklich genau im Detail mitbekommen, was ihr aufgeschrieben habt, wenn ihr euch nochmal kurz eure Diskussion und eure Punkte, die ihr auf den Post-its habt, vor Augen führt, wie viel davon sind eigentlich Teams in welchem Sinne? Und um dieses in welchem Sinne ein bisschen zu beleuchten, gibt es eine sehr schöne Arbeit von Kevin Grigsby. Der hat sich im 2008 mal hingesetzt und für medizinische Organisationen in den USA angefangen zu unterscheiden, was macht eigentlich ein Team aus und was sind andere Arten von Gruppen von Leuten und warum funktioniert bei denen Teambuilding möglicherweise gar nicht, kann vielleicht gar nicht funktionieren, weil es eine strukturell andere Art von Zusammensetzung ist. Und er hat erstmal 3 unterschiedliche etablierte Gruppenformen genannt, das sogenannte Komitee, die Taskforce und das eigentliche Team. Und diese sind unterschiedlich aufgestellt, aus unterschiedlichen Gründen aufgestellt und auch unterschiedlich organisiert. Ein Komitee ist im Allgemeinen eine Untergruppe aus einer größeren Gruppe mit gemischter Expertise, wird von außen geformt, das heißt, jemand von außen sagt, ihr gehört zu dem Komitee. Und das Wichtigste ist dieser Punkt hier. Es geht darum, eine bestimmte Funktion auszuüben. Was ist so der Unterschied, eine Funktion auszuüben im Vergleich zu dem, was gleich noch kommt bei einem Team oder auch bei einer Taskforce? Eine Funktion ausüben hat wenig Ziele, zumindest wenig erreichbare Ziele. Es gibt kein Projektziel für die Funktion Data Security. Es gibt kein Projektziel für die Funktion regelmäßige Architekturarbeit. Es gibt zwar immer Zwischen- und Etappenziele, aber das Komitee an sich hat kein Ziel, auf das es hinarbeitet, sondern es übt eine Funktion über eine lange Zeit hinweg aus. Komitees können permanent oder vorübergehend sein, aber im Allgemeinen
sind Leute, die in einem Komitee sind, nicht Vollzeit dabei. Die Taskforces, ähneln Teams schon, haben aber im Allgemeinen zwei Sachen, die wirklich wichtig sind im Unterschied. Sie sind vorübergehend und sie sind eine Expertengruppe für eine bestimmte Aufgabe. Im Gegensatz dazu, die Slides sind übrigens auch bei SlideShare schon hochgeladen, sind also frei verfügbar schon. Ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte ein, sondern auf die Highlights. Das Team, da ist das Entscheidende, hat einen gemeinsamen Zweck, Common Purpose. Das ist auf Deutsch nicht so klar zu unterscheiden zwischen Goal wie in der Taskforce und Purpose wie im Team. Auf Deutsch sagen wir in beiden Fällen, sie haben einen gemeinsamen Zweck. Im Englischen ist das, oder mir fällt kein deutscher Begriff ein, der das so fein differenziert. Ziel und Zweck, ja, das ist vielleicht. Es gibt auch Sinn. Also Purpose ist ja kein Sinn. Dafür, genau. Ja, Task ist eine Aufgabe. Ja. Das heißt, unser Team hat eine ganz andere Kohärenz, ist ganz anders ausgerichtet. Das eine ist, lösch mal das Ölfeuer, Red and Air. Ein Team hat deutlich mehr im Sinne von Sinn, gemeinsame Identität auch über den Sinn des Teams. Sie sind gegenseitig verantwortlich und sie sind ausgewählt im Idealfall. Da sind wir wieder bei dem Forming, was ich vorhin demonstriert hatte mit du, du und du. Sie sind im Idealfall ausgewählt nach dem, was sie können, based on merit, was sie beitragen zum Team. Nicht unbedingt, was sie können, das ist eine gefährliche Formulierung, aber tatsächlich, was sie beitragen. Und die Führungschaft in einem echten Team nach dieser Definition wechselt je nach der Aufgabe, die gerade ansteht. Wenn wir uns das nochmal überlegen, also diese Definition des Teams, des Komitees und der Taskforce, gegenüberstellen, dann wäre für mich jetzt die Frage, je nach Gruppe ist das Ergebnis ganz unterschiedlich. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Vorhin waren ja fast alle Hände oben, als ich gefragt habe, wer von euch arbeitet in einem Team. Wenn ich jetzt nochmal frage, wer arbeitet in einem Team nach dieser Definition, wie viele Hände gehen dann noch hoch? Wow! Im einen und anderen Feld sind es unterschiedliche Zuordnungen. Das ist aber erstaunlich hoch. Meistens geht das so von 80% runter auf 20%. 30%, wenn ich die Frage stelle an der Stelle. Das ist für mich aber auch ganz relevant, wenn ich mir jetzt hier die Post-its angucke. Die Sachen, die auf der Minusseite stehen, ist nur geraten. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob das in diesem konkreten Fall anders sind. Aber ganz häufig sind diese Sachen, die eigentlich genau der Liste, was ein Team ausmacht, widersprechen. Das heißt, wenn wir über Teams und Teammodelle reden, müssen wir auch wirklich mit Teams arbeiten. Wir können noch so viel über Teambuilding reden. Wenn wir kein Team haben, wird das alles, was jetzt gleich kommt, nicht funktionieren. Das hatten wir gerade. Wenn wir jetzt versuchen würden zu sagen, was haben diese Sachen, die wir hier haben, mit dem Tuckman-Modell zu tun, das wir vorhin hatten, werden wir feststellen, es ist vielleicht gar nicht so leicht, das zuzuordnen, diese unterschiedlichen Punkte hier. Denn Tuckman beschreibt ja nur die Phasen, durch die ein Team geht, aber noch nicht so sehr das Warum. Wie können wir das, was wir hier jetzt gerade gelernt haben, über das Erfolgreichmachen eines Teams in den Alltag mitnehmen? Da hilft uns ein Modell, was nicht von Tuckman stammt, sondern von Alan Drexler und David Civit aus den 90ern. Das hat nur noch zwei Phasen. Es hat nur noch die Phasen ein Team kreieren und ein Team erhalten. Klingt erstmal einfacher, ist es leider nicht. Oder was heißt leider nicht? Diese Google-Suche ist echt praktisch, da kommt nämlich dieses Bild raus. Das ist tatsächlich im Grunde genommen
das Drexler-Silbert-Modell auf einen Blick. Es gibt insgesamt 7 unterschiedliche Positionen, auf denen man sein kann, die sich daran da festmachen, welche Fragen sich das Team gerade stellen muss und bei denen sich auch die Probleme, die entstehen, daraus ableiten lassen, welche Fragen das Team noch nicht beantwortet hat. Und manchmal ist es halt ganz hilfreich, dem Team einfach nur die entsprechenden Fragen zu spiegeln, damit sie selber sich diese Fragen beantworten können, damit sie überhaupt in die nächste Phase kommen können. Wichtig ist, so der Beobachtung nach, es gibt immer Ausnahmen, aber empirisch der Beobachtung nach, wenn das Problem hier vorne ist, kommen wir hier hinten nicht weiter, selbst wenn wir vom Handeln her schon lange hier bei Implementation sind. Also Implementation heißt in dem Fall Prozessumsetzung und Handlungsweisen umsetzen, nicht Coding, gilt für jede Art von Team. Beispiel aus dem Fußball habe ich gestern gerade gelernt. Die Umstellung von Viererkette auf Dreierkette, was immer das genau sein mag, wäre halt etwas, was man implementiert. Da wäre Implementation halt die Umstellung der Spielweise. Das ist also überhaupt nicht auf Coding oder so bezogen. Wenn wir uns dieses Bild angucken, haben wir halt eine ganze Menge Fragen, die wir beantworten können und dazugehörige Lösungen oder Probleme. Und nach einem Workshop von Esther Derby aus 2008 behandeln diese Sachen unterschiedliche Ebenen der Zusammenarbeit. Ganz unten das How sind Wahlfragen. Da geht es eigentlich nur um Entscheidungen, links, um rechts, um Abstimmung, wie wollen wir es denn genau machen. Auf der Ebene darüber, das was wollen wir denn eigentlich machen, oder aus der Implementierungsebene auf der anderen Seite, geht es um Aufgaben, welche Aufgaben gehen wir an. Die Ebene darüber, das bildet ja so ein V, sind die Arbeitsbeziehungen. In welcher Beziehung stehen die einzelnen Teammitglieder untereinander? Und das kommt zweimal vor, nämlich einmal in der Building-Phase und einmal in der Sustaining-Phase. Und ganz abschließend haben wir das Ganze noch auf der Bedeutungsebene. Was ist eigentlich die Bedeutung, um die es geht? Was ist sinnstiftend tatsächlich? Und zwar sowohl ganz am Anfang im Why der Orientierung, als auch im Why des Renewals. Das Renewal wäre das, was bei Drexler-Civet, was bei Tuckman das Adjoining dann ist, also das Vertagen. So, was sind jetzt denn die Fragen und die Probleme? Das erste Why, warum sind wir eigentlich hier? Also dieses Why hier, beziehungsweise das Why da. Warum die an der Wand hängen, wird wahrscheinlich gleich klar. Dass das nicht geklärt ist, erkennt man daran, dass das Team desorientiert ist, unsicher, Angst hat. Keiner weiß so richtig, was er tun soll. Es ist so eine Atmosphäre von Unsicherheit. Es ist ganz häufig das, warum sind wir eigentlich hier? Was hat mich persönlich hier hingetrieben? Ich hatte vorhin so eine Diskussion am Kaffeetisch. Da war es dann halt an der Stelle, warum sind wir eigentlich hier, um Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen ist sicherlich nicht der Common Purpose in einem Team, was tatsächlich auf ein konkretes Ziel hinarbeitet. Es ist nicht das Verbindende. Da ist das Why sicherlich noch ungeklärt. Die Frage an der Stelle ist wirklich, warum ist jeder aus dem Team, gerade in diesem Team, gerade zu diesem Zeitpunkt, solange die Leute das voneinander wissen, ist es sehr schwer, tatsächlich eine Teamidentität aufzubauen und sich als Mitglied des Teams zu fühlen. Das Wer sind wir eigentlich? Da geht es um Vertrauen, um gegenseitiges Vertrauen. Dass Teams das noch nicht gelöst haben, selbst, wie gesagt, selbst wenn sie hier schon lange im Implement sind, dass Teams das irgendwann nicht gelöst haben, sieht man immer dann, wenn die Leute solche Fassaden aufrechterhalten, wenn sie misstrauisch sind, überaus vorsichtig, dann ist an der Stelle wahrscheinlich etwas an dem, wer sind wir eigentlich untereinander, ungeklärt. Wird das geklärt, sieht man halt gegenseitige Wertschätzung,
Vertrauen und auch Verlässlichkeit. Das What, Goal Clarification im Drexler Studios Modell, ist auch wichtig. Was machen wir eigentlich? Bauen wir Software? Schaffen wir Kundenmehrwert? Bauen wir etwas, was unsere Innendienstmitarbeiter zu etwas Neuem, befähigt? Was ist tatsächlich das, was wir hier tun wollen? Wenn meine Aufgabe ist, einfach nur Zeilen Code zu produzieren, arbeite ich anders, als wenn meine Aufgabe ist, den Innendienstmitarbeiter zu entlasten mit der Software, die ich schreibe. Und wenn das ungeklärt ist, wenn man quasi nur Tickets schiebt, Steine klopft, sozusagen, dann haben wir so ein, ja, hier 9 bis 5, ich sage jetzt nicht, dass bis 19 Uhr arbeiten gut ist oder so, aber so klassisch 9 bis 5, ja, ich mache von da nach da, unbeteiligt, apathisch, skeptisch und eigentlich unwichtige, irrelevanter Wettkampf, dass die Leute versuchen, in irgendwas besser zu sein. Ich habe aber mehr Tickets gezogen. Ja, was hat das mit unserem Ziel zu tun? Ist ja unklar. Gelöst haben wir dann explizite Annahmen, klare Ziele, denen auch alle zustimmen und vor allen Dingen eine gemeinsame Vision. How? Ungeklärtes How? Sehr schön für ein Anti-Pattern für Scrum Master. Wenn alle Leute vom Scrum Master abhängen und zu wissen, was sie als nächstes tun sollen, dann haben wir sicherlich ein ungeklärtes How zum Beispiel, um mal in der Scrum-Welt zu bleiben. Wenn alle Leute ihren agilen Coach fragen und so weiter, das hat man immer wieder. Gilt genauso bei Abteilungsleitern oder anderen Leuten, an die man Verantwortung wegdelegieren kann. Aufgelöst, alles schön. Die Implementation, also wie wollen wir jetzt wirklich arbeiten, ist dann das Gegenstück zum, was wollen wir eigentlich erzeugen? Sowas wie Deadlines werden nicht getroffen, haben wir dann eben halt dadurch mitigiert, dass, hey, wir haben im Sinne unseres bekannten Ziels etwas anderes gemacht, was den gleichen Zweck erfüllt. Deadline, das interessiert mich, die Deadline für Tickets von links nach rechts schieben, der Geschäftswert wurde erzeugt. Und letztendlich, sehr schön, wer hat schon mal in so einem richtigen High-Performance-Team gearbeitet? So gefühlt? Gute Frage. Genau, so was überdurchschnittlich über den anderen Teams im Unternehmen steht. Ich weiß nicht, wie das euch... Ich habe auch mal kurze Zeit in so einem Team gearbeitet. So, hey, wow, wir sind echt super, wir schaffen das unheimlich gut, dachten wir. Und wir hatten hinterher eine Menge Leute, die ganz viele Krankentage hatten, weil sie sich einfach, das hat so viel Spaß gemacht, so erfolgreich zu sein, dass die Leute sich gnadenlos ausgepowert haben. Weil eigentlich war dieses Wow nicht wirklich hinterfragt. Es war einfach nur noch mehr, mehr, mehr schaffen, mehr tun. Deshalb sollte man auch in dieser Phase sehr vorsichtig fragen, ist das überhaupt das, was wir wollen und was wollen wir an der Stelle schaffen? Und das Letzte ist halt dann irgendwann, wenn man sich nicht fragt, will ich das eigentlich noch machen? Ich mache jetzt seit 5 Jahren hier diese Software, ich kann das im Halbschlaf, bin super schnell, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß mehr und außerdem werde ich nicht gesehen und so weiter. Langeweile, Burnout, dann ist nämlich aus diesem High-Performance-Team Anführungsstriche, was immer das sein mag. Verstehst du da unter Churn? Austausch von Mitarbeitern. Okay, also die hohe Fluktuation. Genau, genau. Okay. Nicht hohe Fluktuation im Team, steigende Fluktuation im Team. Ja. Hohe Fluktuation hast du in so einem Team eigentlich nicht mehr, weil dann hast du das Team weg. Also, aber wenn du merkst, dass die Fluktuation ansteigt. Okay. Also bevor es kippt. Genau. So, jetzt haben wir noch ziemlich genau 10 Minuten und wir haben 7 Phasen, die wir durch Zufall an der Wand hängen. Und wir haben hier eine Menge Punkte,
was euch in Teams weitergeholfen hat, was dafür gesorgt hat, dass ihr in Teams hohen Erfolg hattet, dass ihr euch in Teams wohlgefühlt habt. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das, was für euch in Teams gilt, auch für andere Mitglieder in den Teams gilt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, genau diese Punkte dort jeweils an der Wand zu den Fragen zu packen. Was es uns, was es euch dann ermöglicht, mir hat das zumindest damals echt gut geholfen, ich benutze den Werkzeugkasten immer wieder. Ganz genau aus diesen Sachen, die lassen sich ja zurückführen auf eure eigenen persönlichen Ereignisse in der Timeline, was jeweils gut und schlecht war. Das heißt, wenn wir es schaffen, von diesen Fragen, die sich im Team stellen, zurückzuleiten, welche von diesen Eigenschaften es dann, dann kann jeder in seinem eigenen, in seiner eigenen privaten Schatzkammer gucken, okay, was waren die Punkte, die mich in meinen Teams damals motiviert oder demotiviert haben, wo kann ich da anpacken, wenn ich beobachte, dass eine dieser Fragen anscheinend im Team unbeantwortet ist. Insofern die letzten, jetzt noch 9,5 Minuten, eure Wende, eure Erkenntnisse, eure Zuordnung von Fragen und Zuständen. Und dabei kommt hoffentlich gleichzeitig auch raus, an welcher Stelle man tatsächlich etwas tun kann und an welcher nicht. Ich dachte, wir tragen jetzt zusammen als Ziel, das war schon hier drin. Ja, wir sind ja so ein Kompetent. Nur ganz kurz noch, zum einen, die Slides sind bei SlideShare im Malwerk zu finden. Zum anderen, wie erwähnt, eigentlich ist das ein bis zu 4-Stunden-Workshop mit sehr viel mehr Interaktion und sehr viel mehr Diskussion. Ich bin mir nicht sicher, ich habe den auf 90 Minuten unterbrochen gehabt vorher schon und war da eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Mich würde noch mal eben ganz kurz, 30 Sekunden lang so ein Daumen hoch runter Mittel interessieren. Kann man das so kurz machen? Ist das okay so kurz? Nein. Als Information, ja. Okay. Gut, um eine Idee zu kriegen, sie ist alles klar. Wunderbar. Nicht so schön heißt, it depends. Also, it depends, klar. Immer. Depends. Wir sind jetzt angefixt, du darfst vorbeikommen. Dann in diesem Sinne. Vielen Dank. Also, wer eine 4-Stunden-Version haben will, Agile Cologne XXL Workshop-Tag irgendwann in einem Monat oder so. Agile Cologne XXL. In Köln. Okay, vielen Dank.